Hi, servus, schönen Abend. Es ist Samstagabend, ausnahmsweise mal wieder Samstag. Der Schrott zum Sonntag. Und wir sind immer noch, oder ich bin immer noch bei Earthworm Jim 3D zugange. Ich würde sagen, einfach mal direkt rein ins Spiel. So. Ich hoffe, der Sound passt. Also, wir haben mittlerweile 47 Euter gesammelt, 700 Murmeln und ich glaube insgesamt 1000. Und 24.600 Schritte hab ich gemacht. Wir sind immer noch im Angstbereich. Ich glaube im letzten Level vor dem Bosskampf. Auf den ich jetzt schon extrem freue. Oder auch nicht. So, jetzt schauen wir mal. Da geht's rein. Und wir sind stehen geblieben beim. Na, wir haben den Friedhof durchquert und sind in der Gruft gelandet. Das heißt, ich darf jetzt heute nochmal durch den Friedhof laufen, um möglichst schnell wieder zu dieser Gruft zu kommen. Dr. Monkey Falls Ahead wird der nächste Boss. So viel wissen wir schon. Ach, diese Heckenpenner hier. So. Genau, hier sind wir letztens stehen geblieben. Und setzen wir auch hier gleich wieder ein. Visit the Turntables. Ja, genau. Zombie Dance Contest. Also, wir brauchen wieder eine andere Waffe. Vermutlich diese hier. Schauen wir mal hier rein. Scheint wohl eine Art Umkleide zu sein. Hallo Schumi 101. Na toll. Ah, ich liebe die Kamera jetzt schon wieder. Ich kann sie überhaupt nicht richtig einstellen. Hallo, paar Pokémon. Und Inso.
Habe ich alles eingesammelt? Ja. Ach, da oben wäre das Euter gewesen. Okay. Muss ich irgendwo erst fallen lassen. Hallo, Bauerlord. Ach, das Schlimmste, was ich bisher gestreamt habe. Könnte vielleicht gute Zeiten, schlechte Zeiten gewesen sein. Keine Ahnung, ob die anderen auch so sehen, aber das war schon wirklich extrem übel. Nee, gute Zeit, schlechte Zeit war definitiv schlimmer als John Sinclair. Allerdings würde es dann schlechte Zeit auch nur eine halbe Stunde gedauert, während ich mich bei John Sinclair über 3 Folgen rumgeärgert habe. Aber John Sinclair hat zumindest doch einen relativ brauchbaren Adventure-Teil gehabt. Und nun muss ich jetzt die beiden erstmal vernichten, oder? Aber auch keine Ausgänge, also muss ich irgendwie die beiden hier platt machen. Also Ziel ist wahrlich nicht seine Stärke. Schön, dann verfolgt er mich jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, oder? Ja. Hallo Phyrexus, vielen Dank für den Raid. Was hast du zum Ende hin noch gespielt? Nur noch Tyrion 2000? Oder kam noch was anderes danach? Ich hoffe, ich habe mal nachgeschaut. Wir haben
nach dieser Welt noch eine übrig. Dann zum Wohl. So, jetzt müssen wir die ganzen Murmeln wieder einsammeln. Folge den Lichtern. Ah. Was? Nee. Ah. Ja. Leider ja, aber gut. Was soll's, ich will ja auch fertig werden mit dem Spiel hier. Was will er mir sagen? Ich soll den Lichtern folgen. Keine Ahnung, was ich mir sagen will. Ah. Ah, okay. Die sind schneller als ich. Ah, hallo Hex. Okay. Muss ich auch noch mal rauf.
Ja, wie gesagt, der Sound ist nur mit einem, das Beste an dem Spiel. Wenn schon alles andere ein bisschen verkackt wurde. Can you turn it up a bit? Irgendwie kryptisch unterwegs hier. Ach, jetzt muss ich den ganzen Schmarrn hier wieder zurückgehen. Da hinten geht's weiter. Oh, das ist blöd. die Grafik ist hier tatsächlich nicht das große Problem. Aber es krankt halt wie die meisten frühen 3D-Spiele an der Kamera. Und teilweise daran, dass man sich nur schwer in dieser 3D-Welt bewegen kann. Ah, außerdem sind einige Level teilweise extrem unfair gestaltet. Ah, Mann. Ach. Ah, sehr schön. Noch 1%. Ich kann die Kamera natürlich nicht einstellen. Jetzt. So. Schande.
Das größte Problem bei dem Spiel: ich muss versuchen, alle Murmeln einzusammeln. Es gibt pro Level 100. Und jedes Mal, wenn ich sterbe oder das Level verlasse, werden sämtliche Murmeln wieder zurückgesetzt. So, dass ich jetzt den ganzen Schmarrn nochmal machen darf. Ah, die zwei habe ich übersehen. Außerdem brauche ich noch die Waffe. Ja, genau, die müssen aktiv gesucht werden und in einigen Leveln, gerade letzte Woche, habe ich wirklich intensiv suchen dürfen dafür. Da hat der Powerlord zwischendrin mal in der Lösung schauen müssen, damit ich überhaupt alle Verstecke finde. Ah, jetzt. Das ist ein bisschen, ne? Ja, im letzten Level war es etwas problematischer, weil ich da neben den Sprungpassagen auch noch Passagen hatte, in denen mich ständig irgendwelche Viecher mit zielsuchender Spucke angespuckt haben und ich mit der Kamera nicht so schnell einstellen konnte, dass ich die ins Ziel nehmen konnte. Das war extrem ärgerlich. Ich muss sicher gehen, dass ich hier auch alles habe. Ja. Okay. Die Bosskämpfe, ja, die sind ganz speziell. Und der nächste steht gleich nach diesem Level an.
ums Arsch lecken. Aber wenigstens sind wir so fair, dass man hier keine Energie abzieht, wenn ich runterfalle. Ich darf einfach nur den ganzen Spann nochmal machen. So, die 50 habe ich jetzt wieder. Ansonsten habe ich glaube ich alles. Ja, geht. Ach, das ist noch einer. So, das sollte jetzt reichen, um das Alter zu erreichen. So, 2 von 5. Okay, wurde das jetzt aufgetan? Ach, da. 3 von 5. Wo kann ich nicht? Gut, einer wird hier drunter noch liegen. Und ich vermute mal, einer ist hier bei den Zombies, von denen ich noch nicht weiß, wie ich diese erledigen kann.
Das Problem ist, wenn ich sie anschieße, dann verfolgt mich der Kopf. Und ich habe keine Zeit zu reagieren. Das Auto-Aiming funktioniert wieder wunderbar. Wie kriege ich die klein? Geht auch nichts. Jemand eine Idee? Ich kann nicht schießen, ich kann nicht schlagen, weil ich Zeit dazu nicht habe. Hey, warum dreht er jetzt um? Ach, wenn ich vor dem Tor stehe, dann erreichen die mich nicht. Hallo Robin. Und ich muss allen die Köpfe gleichzeitig abschlagen oder abschießen. Was für ein Schmarrn. Das heißt, ich kann nur aus der Ferne schießen. Ja, keine Angst, Power Lord. Robin hat mich gemeint. Jetzt da. Dann auch noch so eine elendig langsame Waffe, mit der du kaum richtig zielen kannst. Na, jetzt endlich.
Waffe ist so lahmarschig, das ist unmöglich, da vernünftig zu zielen. Und sobald ich den Kopf treffe, sitzt er wieder auf dem Zombie. Und wenn ich aus der Ecke verschwinde, dann greifen mich die Köpfe wieder an. Da. Das ist doch zum... Okay. Probieren wir was anders. Wenn ich näher rangehe, kann ich den da hinten vielleicht endlich abschießen. Und dann an die Tür. An die Tür. Warum ist er jetzt trotzdem auf mich zugekommen? Hallo Olli. Ja, aber wie gesagt, wenn ich da nicht stehe, dann greifen mich die an. Meistens. Und ich habe nicht keine Lust, das Ganze wieder komplett von vorne zu beginnen. Ja, stets bemüht, wie in der Schule. Er war stets bemüht. Jetzt da. Dann ist nur noch der ganz hinten. Na toll. Jetzt haben alle wieder ihre Köpfe drauf. Der kommt wieder auf mich zu. Das gibt's doch nicht. Das heißt, ich muss den quasi als letztes erwischen. Ah ne, jetzt bleibt er auf dem Feld. Die Musik ein klein bisschen hoch, kein Problem. Machen wir gleich. Na? Ach, da habe ich das richtige Fenster. Besser? Thank you.
einen natürlich nicht mehr. So, besser. Nein, nein! Ich habe genau den einen Kopf von dem hintersten. Ah. Zum Scheiße schreien. Natürlich. Genau, den Kopf erwischt. Okay. Dann machen wir es wieder so. Natürlich. Als nächstes. Okay, dann bleibt nur noch die eine hier. Jetzt endlich. So. Das heißt, wir fehlen noch zwei Murmeln. Die müssen noch irgendwo sein. Kommen. Also zwei Murmeln fehlen mir und ein Euter. Schießen? Nee. Wir werden vermutlich irgendwo die zwei übersehen haben. So, das ist der Ausgang. Hier nochmal, ob wir die nicht gesehen haben. Ja.
Jetzt habe ich alle gefunden. Ich muss jetzt nur noch irgendwie hier runterkommen. Jetzt sind wir unten drauf. Was muss ich machen, um da hochzukommen? Der falsche drin. Irgendwie muss ich da runterkommen. Ich vermute mal, dass irgendwo ein Schalter ist, den ich nicht gesehen habe. Oder ich hatte ja diesen einen Sarg gefunden, der so etwas merkwürdig war. Waren ja sonst keine. So. Genau, hier war noch dieser eine Grabstein. Da wir vermuten, dass irgendwo da was aktivierbar ist. Er will ja auch hochklettern an der Stelle. Ich wüsste jetzt auch nicht wie. Kann man vielleicht einfach euch nachschauen, ob man als letzter heute rankommt?
Und das wäre das letzte Euter, das ich brauche, um zum Bosskampf zu kommen. Nee, das ist ganz merkwürdig. Gut, wenigstens habe ich alle Murmeln schon. Wenn ich jetzt abkratze, dann muss ich trotzdem nur noch das eine Euter finden. Er stellt mir zwar die Murmeln dann wieder her, aber... Nee, da ist auch nichts. Auf den Metallturm? Achso, nee, habe ich nicht. Ich habe nur den am Ende des Levels. Der Metallturm ist der einzige, der mir noch fehlt. Da weiß ich aber nicht, wo ich mich fallen lassen muss. Also wenn ich hier runterspringe... Ach komm. Dann ist es... Dann ist es der hier, der mir noch fehlt. Aber da ist oben dieses Gitter. Ah! Okay, hat sich erledigt. Ich hätte das Gitter aufschießen müssen. So, jetzt darf ich nur nicht in die Säure hier fallen. Jetzt habe ich ihn. Dann habe ich das Level auch abgeschlossen. Blöde Kamera, lässt sich wieder nicht einstellen. Ah, danke. Mensch. Aber egal, das Level ist abgeschlossen. Jetzt muss ich hier nur wieder raus aus dem Ganzen. So, und dann kann ich mich jetzt dem Bosskampf hier widmen. Ich bin schon gespannt, was es diesmal zu tun gibt. Oh, sieh an. Also, Aufgabe ist es, 100 von diesen blauen
Kugeln einzusammeln. Kugeln, die der Gegner besitzt, muss ich ihm abjagen, indem ich ihn abschieße. Dann verliert er jeweils 10 Stück. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht selber abgeschossen werde. Der hat aber ein ganz anderes Bewegungsmuster, wie mir scheint. Ach, nee, der schmeißt nebenbei noch Bananen. Würde ich wahrscheinlich nicht drüber fahren darf. Natürlich. Ja, genau. Natürlich. Sinn. So, das kann jetzt bequem einige Zeit dauern. Wieso werde ich bestraft, wenn das Schwein reinfliegt? Ah. Na gut, dann noch einmal. Kann ich in die Kamera reinlaufen. Zoomen. Ich kann natürlich nicht drüber springen, wäre zu einfach.
Natürlich nicht. Ja, bitte. Arsch mich jetzt doch. Ich muss mir jedes Mal den Dialog geben, wenn ich sterbe. Komm! Verfehlt. Wir hätten da rauskommen sollen. Natürlich. Saftzack. Ja, bitte, noch 20 Mal drauf schießen.
Ah, toll. Zu früh gesprungen. Ja, im Prinzip ist jeder Endboss genau das gleiche Spiel, nur mit einer minimalen Variante. Ich hatte davor Psycrow, der ist einfach nur durch die Gegend gefahren und hat auf mich geschossen. Dann hatte ich irgend so einen teleportierenden Penner, der sich immer genau auf die Munition teleportiert hat, die ich einsammeln wollte. Und jetzt halt eben ihn hier. Natürlich. Natürlich macht er doch genau diese eine Kurve, die mir dann zeitig gefehlt hat. Nein. Oh, war knapp. Den habe ich verfehlt. Fix, verschwind. Thank you.
So, noch 11, aber ich bekomme noch Energie. Okay, er hat noch zwei. Okay, den einen noch, den hat er sicher gut. Natürlich. Boah. Ja! Oh. GZS war eine grauenhafte Musik. Das wäre nicht mal Musik, das wäre 90er Jahre. Gott, wie nennt man den Scheiß eigentlich? Elektropop? Nee. Ne, 90er Jahre Pop halt. So, gibt's noch. So, immer noch ein Krankenhaus. Da war ich schon. Eine Welt gibt's noch. Ich muss jetzt gerade noch mal suchen. Naja, Memory hatte ich schon. Muss noch irgendwo eine Fantasy-Welt sein. Happiness habe ich auch schon durch. Da war ich. Hier habe ich schon durch. Ach, da. Fantasy. Wild West Fantasy. Bob, der Goldfisch ist der nächste Gegner. Er hat den Sheriff verhaftet. Und die ganzen Cowboy-Helden in alte Ladies verwandelt. Na gut, aber es scheinen hier wenigstens wieder normale Levels zu sein. Schauen wir mal zuerst hier rein. I think I'm downwind. Violent Death Valley.
Okay. Gott, ist Billy hässlich. Okay, der wird nice. Kann ich mit dem zielen? Selbst die Kugeln sind so lahmarschig. Du wirst doch ganz schön weit finden, Alte. Ach, da oben ist auch noch eine. Hä? Nee, ich glaube, das ist tatsächlich sogar die letzte Stage. Wir haben jetzt auch 800 Murmeln und 57 Euter. Und ich glaube, es gibt maximal 1000 Murmeln einzusammeln. Black Mesa, ja. Da ging's rein. Ja, Half-Life 1 hab mich das jetzt nicht erinnert. Ich war jetzt eher bei Jedi Knight. War auch wieder so ein rotes Tal, in dem man anfängt. Also das erste Jedi Knight. Na, erstmal weg. Hey, bad dude. I feel right. So, noch die zwei Omas da oben. Ah, falsche Taste. Ein Dank an die Kamera, dass ich nicht sehe, wo ich hinlaufe. Na, treffe ich sie nicht gescheit.
Wir schicken da auch nicht. Eine weniger. Und da drüben hier. Haben wir hier noch irgendwo eine? Muss ich die da treffen? Jetzt vielleicht? Ja, jetzt soll sie hinüber. Da ist immer noch eine übrig. Nix. So, da ist sie versteckt. Jupp, yep, da ging sie hin. Ist da immer noch eine? Wer war das denn? So, dann kann ich jetzt den nächsten Automaten suchen. Sind auch noch Murmeln. Da ist noch ein Weg.
Müssen wir mal schauen, wie ich da oben reinkomme. Na, so komme ich nicht raus. Mit meiner Waffe komme ich doch wahrscheinlich nicht ran. Okay. So, jetzt muss man aus dem Level raus und hofft, dass die Omas nicht wiederhergestellt werden. Hey, bad dude! Come here for a second. Natürlich nicht. Nicht ein Schuss. So. An das Alte komme ich aber noch nicht ran. Ich dachte erst den zweiten Scheißer da drüben platt machen muss. So. I feel great. Okay, jetzt müssen wir schauen, wie ich da drüben hinkomme. Aber wahrscheinlich hätte ich gleich hier durchlaufen können. Ah, wo sind sie? Da ist sie. Was meinst du mit Vertikalität?
wie das Ganze übereinander liegt, oder? Achso, das meinst du. Ja gut, ich denke mal, das ist vielleicht aus der Not heraus geschuldet. Weil die Level halt eben nicht so ganz der Realität entsprechend homogen sind, sondern eigentlich immer relativ eckig und eigentlich zweidimensional. Nur halt übereinander geschichtet. Na komm schon. Immer noch nicht. Ach, der war knapp. Okay, 1 von 6. Das ist jetzt blöd gewesen. Das war jetzt ganz blöd. Also wieder von vorne. So ein Schwachsinn, dass das komplette Level eigentlich wieder resettet wird. So, kann ja nicht. Hey, babe.
dude. Come here for a second. Was? Achso, war mal ein Dritter. Okay, da war nichts mehr. Irgendeiner wirft doch noch. Da ist noch eine. Oh ja, Destin war was ganz, ganz Spezielles. Ich habe mal keinen so schlechten Orientierungssinn, aber bei Destin komme ich raus. Einer ist noch hier irgendwo. Da. Gut, jetzt habe ich wieder volle Energie. Jetzt kann ich mich wieder den beiden hier widmen. Achso, die sind weg. Ach, der hat nur die Omas wiederhergestellt. Das ist ja nicht freundlich. Welche? So, mal schauen, ob ich noch irgendwo Mobil übersehen habe. Nein, 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 nein.
Dämliche Scheißkamera. Du springst und nicht siehst, wo du hinspringst. Gut, fehlt noch was? Nee. Warte, das wird alle. Ach, der eine ist noch hier, okay. Mal sehen, was wir hier finden. Okay, hier scheine ich wohl irgendwas einfangen zu müssen. Die Omas muss ich zusammentreiben. Okay, die kann ich auch nicht kaputt schießen. Die müssen alle hier zum Fernseher.
Oh Gott, ich sehe schon, das wird eine Katastrophe. Okay, eine ist drin. Auf keinen Fall peitschen. Super, die eine, die drin ist, ist wieder draußen. Aber solange ich die hier nur hinschieben muss, passt ja. Sein, dass ich den erstmal im Fernseher einschalten muss, dass die überhaupt drin bleiben, wenn die einmal drin sind. So, zwei drinnen. Er hat gesagt, dass ihr raus dürft. Gut, drei drinnen. Fresse. Das ist auch Schwang. So, und die auch dazu. Zusammentreiben. Okay. Meine Fresse, die eine muss da wieder draußen sein, ne? Also. Okay, das war nervig. Alter, 2 von 6. An den komme ich gerade nicht ran. Hey, neue Waffen holen.
Ah, wo ist die nächste? Da ist die zweite Oma. Okay, das war die letzte. Sehr schön. Komm da nicht raus, das ist doch... Okay, da ist der Eiswagen. An dem muss ich später wahrscheinlich ran. Ich muss erstmal schauen, dass ich wieder rüberkomme. Wer von den beiden wird zuerst schießen? Toll. 6 Kugeln, die reichen nie. Zeig doch. Alter, das ist Alter. Ich bin ja auch rausgekommen. Ah, okay. Deswegen. Aber da muss ich jetzt die Ballon nochmal machen, weil ich habe scheinbar das Alter oben verfehlt. Natürlich. Zündung.
Das wird wieder knapp. Naja. Aber das hatte ich schon. Ich dachte, da oben hätte mir noch gefehlt, aber der ist halb transparent, oder? Muss ich ihn schon eins damit haben. Dann gehen wir auch hier wieder rein. Wenn ich hier reingehe. Oh nö, nee. Nee, nicht schon wieder. Verdammte Scheiße. Ja, nicht nur du, Inso. Nicht nur du. Oh ja, bitte in noch schwieriger. Mit noch mehr Fallschaden. Bin eh schon fast am Arsch. Hoffentlich ist es jetzt zumindest eine Ebene und nicht. Also. Es gab vorher schon mal ein Level, in dem es darum ging, so hoch zu klettern. Und das war eine mittlere Katastrophe. Ah, der war knapp. Okay.
anders. Welche Arschgänge. Mit der vermurksten Steuerung soll das zu schaffen sein. Boah. Okay, das war mir Glück als Verstand. Natürlich kann die Kamera jetzt nicht hinter den Wurm gehen. Jetzt kann sie hinter den Wurm. Die hängt jetzt nicht am Balken fest. Oh Mann. Ach, da hätte ich rauf gemusst. Boah, der war sehr knapp. Zu knapp. Okay, versuchen wir es in diese Richtung. Alter! Wieder zur Dose. Dann ist, glaube ich, hier auch schon der Ausgang. Hoffe ich. Hä? Ja, das scheint tatsächlich die letzte Plattform zu sein. Okay, und wie komme ich jetzt sicher runter? Offensichtlich gar nicht. Ah.
Wenn ich Sicht auf anlege, treffe ich die Balken. Ah, jetzt habe ich verfehlt. Na gut, wenigstens muss ich da hoffentlich nicht nochmal hoch. Mir fehlen noch 6 Murmeln. Und ich habe nur noch 13% Lebensenergie. Das wird eng. Wobei, ich glaube zu wissen, wo die Murmeln sind. Zum Teil. Ja, genau, das brauche ich jetzt. Wespen, die mich verfolgen. Hä. Außerdem fehlt mir noch der Ausgang. Getroffen. Hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Okay, mir fehlen trotzdem noch irgendwo diese 3 Murmeln. Wenn ich die nicht finde, bevor ich das Eis mitnehme, kann ich diese ganze Murmeljagd von vorne beginnen. Hä? Den habe ich doch platt gemacht. Warum ist der jetzt schon wieder da? Jetzt muss ich den nochmal erschießen, dann kann ich da wieder rein. Machen wir jetzt nochmal anders. Um erstmal die 10 Lebenspunkte oder Energiepunkte. Hier war noch irgendwo einer da hinten. Na, was ist jetzt so? Na, also. Können wir mal schauen, wo mir die letzten 3 Murmeln fehlen. Das müssen ja irgendwo sein. Da sind sie. Ach, Gott sei Dank. Wenn ich jetzt sterbe, dann muss ich wenigstens nochmal alles zusammensuchen. Ja.
So, dann schnappe ich mir als nächstes noch das Euter und dann hole ich mir das Eis. Derzeit kann ich mir hier noch ein bisschen Energie holen. Na? Hat er die jetzt gar nicht wiederhergestellt? So, dann fehlt nur noch der eine und den kriege ich wahrscheinlich beim Sheriff. Wenn ich ihm sein Eis bringe. Oder wer auch immer dieses komische Baby ist. Greift nicht mich an, die fressen mein Eis auf. Dachte ich, dass der Kühlschrank verfehlt hat. Okay, dann ist das Level abgeschlossen. Dann raus und dann mache ich euch auch schon Feierabend für heute. Dann bleibt für nächste Woche noch. Oder nicht nächste Woche. Nächste Woche bin ich leider nicht da. Da bin ich zusammen mit Ingo unterwegs. Ja, leider. Wir sind da zusammen in Westdeutschland bei Miriam und machen dort eine kleine Grillparty. Deswegen fallen tatsächlich nächste Woche beide Streams aus. Ja, ich glaube, dann können wir mal hier wirklich jetzt Pause machen. Ja, mal speichern. Und ich schalte auch mal kurz in mein Vollbild. So, also wie gesagt, nächste Woche leider kein Stream. Auch Sonntag nicht. Ich komme erst Montag wieder zurück. Aber die Woche drauf kriegen wir dann hoffentlich endlich was vom Gym fertig. Und dann können wir uns ja endlich auch He-Man widmen. Ja, dann passt ja noch besser, Inso. Dann brauchst du ja nicht entscheiden, bei wem du zuschaust.
Und wie gesagt, in 2 Wochen dann ist unser Gym fertig, dann können wir mit He-Man anfangen. Und dann schauen wir mal, wie wir uns mit dem Ding schlagen. Das ist ja auch so eine Edelgurke. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall nochmal ein schönes Restwochenende, schönen Sonntag morgen und schönen Pfingsten nächste Woche. Und bis die Tage dann. Servus, schönen Abend.